14. Spieltag der deutschen Eishockeyliga. Die Eisbären Berlin empfangen die Adler Mannheim. 4 Niederlagen in Serie für die Eisbären und Stefan Richer. Und es kommen auch noch mehr Verletzte hinzu. Damit tritt man heute hier gegen die Überflieger und Pavel Groß mit 7 Spielern an, die unter 20 Jahre sind. Und die Adler, sie haben einfach einen Höhenflug und das bringen sie auch hier wieder aufs Eis. In der Mitte steht Gerrit Festerling und drin das Ding. 1:0 für die Mannheimer in der 10. Spielminute. 11. Saisontreffer für Gerrit Festerling, der ja unter der Woche bekannt gegeben hat, dass er in der neuen Saison für die Grizzlies Wolfsburg auflaufen wird. 10. Spielminute, Neuschlussstand 0:1. Torschütze für die Berliner mit viel Scheibenverlust und Mannheim drehte richtig auf. Einer sogar richtig, richtig. David Wolf. Einmal, zweimal, dreimal drin das Ding. Der harte Davy Wolf zeigt, dass er es auch richtig zart und smart kann. Matthias Plachter überlässt die Scheibe für David Wolf, der hier Katz und Maus spielt mit der Abwehr. Der Eisbär. Mit Nummer 89, David Wolf, die Vorwahl von der 22, Matthias Plachter. Geschenktes erstes Drittel für Stefan Richer. Es muss besser werden. Mannheim ist aber brutal stark. Wieder im Angriff, 2:1 und dann dieses Ding. Ja. Luke Adam, das 3:0. Auf Zuspiel von Ben Smith. Keine Chance für Poulin. 3:0, bitter. Ging es weiter? Berlin kam jetzt mal. Branford und dann diese Möglichkeit. Colin Smith, aber sie hatten Chad Pickard im Tor. Scheibe trudelt über die Latte. Und wieder ging es in die andere Richtung. Mannheim mit dem Aufbau. Dennis Reul. Dennis Reul mit der Rückhand. 4:0, 37. Minute. Das erste Saisontor für Dennis Reul, der das ganz cool hier so hinnimmt. Und hier schaut Kevin Poulin nicht gut aus. 4:0. Berlin kam noch mal. Und dann diese Aktion. Louis-Marc Aubry. Und dann wurde es hitzig. Chad Pickard hat die Scheibe in der Fanghand und Aubry schlägt nach. Und damit verliert auch noch Berlin Aubry. 5 plus Spieldauer für den Kanadier. 3 ins letzte Drittel. 4:0 steht's und Mannheim spielte strukturiert einfach weiter. Kolarik und dann wieder David Wolf. 5:0, 42. Minute, 14. Saisontor für David Wolf. Chad Kolarik mit der Vorarbeit, der Topscorer. Und dann hat er alle Zeit der Welt. David Wolf. Auch nicht zu halten für Poulin. Und wieder Mannheim. Luke Adam hat die Scheibe. Frank Hörtler legt sich mal hin, versucht zu blocken. Aber das interessiert ihn nicht, denn er sieht Ben Smith. Und der macht das 6:0 in Überzahl, 55. Minute. Benjamin Smith nach Vorarbeit von Luke Adam. Stefan Usdorf, verantwortlich für Spielerentwicklung bei den Eisbären, muss hier Aufbau betreiben. Und Mannheim machte einfach weiter. Mikkelsen, was für ein Strahl, 7:0. Für die Adler Mannheim. Kurzen Prozess und die Fans gehen nach Hause und wir hören die Stimmen zum Spiel. Enttäuschend, dass wir wieder hier vor heimischer Kulisse, ausverkauftes Haus, uns so präsentieren, dann mit einem 7:0 hier, sage ich mal, aus der Halle geschossen werden. Das ist natürlich ärgerlich und ja, viel Ratlosigkeit auf jeden Fall. Ja, ich denke, das war eine gute Leistung heute, über 60 Minuten und ja, großes Lob auch an unseren Torhüter, an den Chat. Klasse Spiel gemacht und ja, an die ganze Mannschaft, also wie ich gesagt habe, 60 Minuten voll durchgezogen und ja, Ergebnis war ein bisschen hoch, aber ich denke auch verdient. Die Adler Mannheim drehen weiter ihre Kreise an der Tabellenspitze und für die Eisbären kommen schwere Zeiten.